Episode 35 von Rise of the Ronin. Es geht weiter. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. So, ich habe ja in der letzten Episode mit der Katzendame ein wenig geschmust, wenn man das so sagen kann. Das Item, was ich bekommen habe, habe ich übersehen. Das ist natürlich hier eine so bei einer Haarnadel oder sowas gewesen. Da. Usugumus Fuchsschwanz. Den habe ich bekommen. Da ist es drin. Habe ich hier nicht entdeckt. Es war keine Waffe, leider. Ja. Einfach nur hier ein Accessoire. Kein Accessoire für das Langhaus oder für die Kleidung, sondern hier zum Anlegen. Aber die ich habe hier, die drei, die werde ich behalten, weil ich habe hier erhalten von Waffengeschick habe ich dabei. Hier Waffengeschick und hier auch nochmal Waffengeschick. Drei Dinger mit Waffengeschick, damit meine Schwerter besser leveln. Meine Zwillingsschwerter, die sind jetzt auch kurz vor Stufe 16. Und bei 25 ist dann Maximum. Dann ja, levelt man die ein wenig schneller hoch, um da die ganzen Passivsachen mitzukriegen und sowas. Na gut, machen wir heute weiter mit dem Spiel. Einige Aufgaben warten hier noch in Edo. Auch hier schon wieder schöne Farbgebung. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Folge 35. Und vielen Dank für die tägliche Unterstützung bei diesem Let's Play hier. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich wollte nochmal vorbeischauen, ob wir vielleicht noch ein neues Accessoire bekommen. Ich hatte auf ein weiteres Treffen gehofft. Okay. Weil wir haben ja noch Gespräche offen hier. Das habe ich fertig. Geschenke muss ich hier nicht mehr geben. Lass uns reden, nur wir zwei. Mal gucken, was dabei ja noch herauskommt. Vielleicht noch mehr Geschenke. Für uns. Wie sehr ich mich doch darauf gefreut habe, wieder mit euch sprechen zu können. Wisst ihr, ich habe noch nie solch eine Freude verspürt, wie wenn wir zusammen sind. Und doch kann ich nur auf euch warten. Manchmal erwische ich mich mittlerweile dabei, wie ich mich frage, was ich täte, wenn ihr mich nicht mehr besuchen kämt. Aber wenn ich vielleicht eine Art Beweis eurer Liebe bei mir hätte, würde mein Geist sicherlich nicht diese Schwäche zeigen. Wie Per Metzma schon gesagt hatte, sie ist einfach zu dramatisch, ne? Okay. Genießen wir einfach die Zeit, wenn wir uns sehen. Was wäre das denn als Beweis? Soll ich mir den Finger abschneiden? Mein Herz rast. Leider ist das Warten einfach viel zu schwer zu ertragen. Aber solltet ihr mir weiter bei der Suche nach meinen Katzen helfen, würde ich das als einen Beweis für eure Zuneigung in Betracht ziehen. Na klar. Obwohl ich mir nicht unbedingt so sicher bin, dass ihr genauso fühlen würdet, sollte ich Yoshiwara je verlassen. Aber sollte der Tag kommen, wisst ihr hoffentlich, dass ich allein euch gehöre. Mit Geist, Körper und Seele. Irgendwie macht ihr mir Angst. Ich glaube, kein Gespräch, kein Geschenk. Ich glaube, das ist halt, wenn wir Schluss machen, dann verbrennt die unser Langhaus. So, nächste Nebenaufgabe. Geschäftsanfang. Auf dieser Brücke. Da gehen wir doch mal hier hin. Das ist hier das Wahrzeichen, die Azuma-Brücke. Ich glaube, die steht heute noch. Müssen wir mal googeln. In Tokio. Azuma-Brücke. Auch hier dieser Ort, diese Kaufstraße mit dieser Laterne, die steht ja auf jeden Fall heute auch noch. Das habe ich schon häufiger Bilder von gesehen. Das müsste hier unten sein, die Straße. Also da ist der Eingang und dann geht man hier so durch. Und ich glaube, diese drei Gebäude, die stehen auch heute noch in Tokio. Da sieht man viele Videos immer von. Das ist hier der Eingang, wo diese große rote Laterne hängt. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr so Tokio-Videos gesehen habt? Diese große rote Laterne. Ich geh da später nochmal hin, dann sieht man das besser. Jetzt sind wir erstmal hier an der Brücke. Dann machen wir nochmal Licht an. Dann kann man es auch noch schöner sehen. Oh, guck mal, es ist auch gleich viel belebter hier auf der Brücke. Hier unten so ein kleiner Damm. Viele Boote. Aber auch viele... Kann man die Schleusen öffnen oder stehen die Boote hier einfach nur drin?
Weil wenn die Boote hier drin stehen, ist ja hier auch geschlossen. Da. Das muss ja irgendwie aufgehen. Wie kommen die Boote sonst hier raus? Ich meine, da sind Felsen, da sind Stein. Das ist einfach Stein unten. Die stellen doch nicht die Boote hier nur so rein, damit sie von links nach rechts rüberfahren können, oder? Die können den Fluss gar nicht weiterfahren, weil da ist ja auch der Steinwall überall. Das finde ich ein bisschen unpraktisch, muss ich sagen. So, dann sind wir angekommen beim Questgeber. Ein Schwarzmarkthändler. Du da! Kannst du mir mal helfen? Kommt drauf an, um was es geht. Oh, du bist es. Ja? Danke noch einmal für deine Hilfe. Sag mal, du kommst echt viel herum, oder? Ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Mir gehen die Vorräte aus und ich wäre dir dankbar, wenn du mir neue besorgen könntest. Okay. Ich kümmere mich drum. Was sind das für Vorräte? Wunderbar. Hier steht, was ich brauche. Komm wieder, wenn du alles hast. Vielleicht habe ich die schon, weil ich so viel sammle. Sieht so aus, ja. Übergib die vom Händler geforderten Gegenstände. Wahrscheinlich, ich nehme immer alles mit, wo ich durch die Welt, Wildnis laufe. Habe ich so viel gesammelt, dass ich das schon alles da habe. Perfekt. Oh, ist das für mich? Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Wenn du einen meiner Händler triffst, solltest du mit ihm reden. Ja? Ich sorge dafür, dass sie eingedeckt sind. Eingedeckt? Das klang ja schon wieder so zwielichtig. Okay, das war eine sehr kurze Mission, wenn man die ganzen Ressourcen ständig mitnimmt. Das war's? Ist ja belastend. Komm, dann gehen wir nochmal da zum Ort hin. Keine Ahnung, wie die Straße heißt, aber das Denkmal ist halt da immer noch heute da. Da stehen dann links und rechts so viele Buden, wo man so Sachen kaufen kann und sowas. Ich glaube, die meisten Influencer, die mal Tokio besuchen, die sind dann immer da auch mal unterwegs. Ach, ich dachte, hier ist ein Abgrund. Das ist eine Treppe. Perspektive und so. Vorsicht. Ich glaube, das war gar nicht hier der Ort. Aber das ist auch trotzdem hier in diesem Bezirk. Das müsste eigentlich hier irgendwo sein. Kann nur sein, dass es nicht hier war. Nee, das war schon hier. In Asakusa war das schon. Ich habe auch Shibuya gefunden, als Bezirk hier. Shibuya ist der Ort in Tokio, wo diese Riesenkreuzung ist. Die Tokyo Drift Kreuzung. Hier ist das der Eingang, ne? Ja. Da, die große rote Laterne. Auf der anderen Seite auch. Und dann sind hier auch immer die ganzen Stände. Wie jetzt auch das heutzutage noch ist. Nur halt moderner. Aber der Eingang ist doch gleich mit der roten Laterne. Das finde ich cool. Dass man das mal sehen kann, wie das hier 1800 ungefähr so ausgesehen haben müsste. Ich glaube, der Turm steht auch noch. Bin mir nicht sicher, aber der Turm müsste da sein. Und diese beiden Tore hier auf jeden Fall auch noch. Kann man sehen, wie alt die Dinger schon sind. Nice. So, gab es ein bisschen Stadtrundfahrt heute. Shibuya ist, glaube ich, hier unten. Hier ist Asuba. Hier ist Shibuya. Ganz bekanntes Stadtviertel in Tokio mit der Kreuzung. Hier, da. Hier ist wahrscheinlich die Kreuzung Tokyo Drift. So, wo machen wir heute weiter?
Nebenaufgaben sind jetzt hier gar nicht mehr so zu sehen, ne? Bis auf hier in dem Gebiet, aber da war ich noch nicht mal. Ein edler Dieb. Geht's um Robin Hood oder was? Kann ich da durchreiten? Das ist ein sehr weiter Weg, 900 Meter. Da oben so ein westliches Haus, ey. Also das passt auch irgendwie so gar nicht in die Landschaft, oder? Weil das so ein typisches englisches Gebäude ist da oben. Einfach so mittendrin hier in Edo. Das Ding. Ach, so weit ist es nicht. Das sieht auf der Karte immer so weit aus, aber... Wenn man erstmal unterwegs ist, sind das nur 500 Meter. Das ist noch so ein schöner Toreingang hier. Das ist ein Wahrzeichen, oder? Das nehmen wir mal mit. Kanda. Wahrzeichen Kanda Myojin. Auch hübsch. Soll ja nicht heißen, dass ich nicht viel von Erkundung zeige im Spiel. Oh, ein Event. Rück alles raus! Schnell, mach schon! Kann ich aufs Dach noch drauf? Bitte, ich kann nicht! Kleinen Moment zu spät, jetzt hat er den abgemessert. Weil ich ohnehin noch aufs Dach drauf wollte. Du hast mich gerettet. Hä? Er lebt wieder. Es ist nicht viel, aber ich möchte dir das geben. Dankeschön. Er ist nicht tot. Er hat ihn das Messer nicht weit genug reingeschoben. Ich habe aber auf jeden Fall gesehen, wie er abgestochen wurde. Aber er ist wieder da. Das ist gut. Die kam nicht zu spät. Okay. Er konnte uns immerhin noch die Belohnung geben. Dafür ist er aufgestanden. So muss das. Das ist ein Satz. Wow, auch das hier schon wieder. Das ist gerade der große Edo-Palast, glaube ich, vom Shogunat. Und dann Mount Fuji hier. Wow. Beim großen Palast da war ich noch gar nicht. Da muss ich jetzt, also ich selbst auch noch nicht hier. Müssen wir auch noch hin. Der steht da oben auf dem Dach. Also auf dem Turm. Okay. Wie komme ich denn am besten da hin? Was ist das hier? Man kann mit dem Seil hoch. Muss mal gucken, wo man anfangen kann. Ich glaube, ich muss von irgendwo oben in die Richtung gleiten. Um da überhaupt hinzukommen, oder? Kriege ich den hier? Den Punkt? Nee. Der Hakenpunkt ist zu hoch. Vielleicht von hier aus rüber gleiten. Das könnte man machen. Hier ist ein Hakenpunkt. Nach oben. Und dann rübergleiten und dann den greifen in der Luft. Hey, lang ist's her. Okay, das ist der edle Dieb. Du kommst wirklich wie gerufen. Ich könnte bei einer Kleinigkeit deine Hilfe gebrauchen. Aber wer bist du? Na komm schon, ich bin der Dieb, den du neulich verschont hast.
Wie auch immer, du musst mir deine Kraft leihen. Wie ich bereits sagte, verteile ich das gestohlene Geld an die Leute. Aber es ist einfach nicht genug, um auch etwas zu verändern. Da kam mir eine Idee. Ich breche bei einem gierigen Beamten ein und mache mich mit seinem ganzen Hab und Gut aus dem Staub. Also, kann ich auf dich zählen? Es ist für einen guten Zweck. Wenn es ein gieriger Beamter ist, trifft es auf jeden Fall den richtigen. Ich brauche ein bisschen Zeit. Warum denn der Aufwand? Du kennst doch die Geschichte von Nezumi Kozō, nicht wahr? Nö. Der edle Dieb, der sich allein für die Menschen von Edo einsetzte. Unsere schöne Stadt geht vor die Hunde. Alle leben in Angst. Gerade jetzt brauchen die Menschen einen neuen Helden, der ihnen die Hoffnung zurückgibt. Ich frage mich da, wie diese Legenden damals immer so zustande gekommen sind. Sind die Engländer hierher gereist und haben die Geschichte von diesem Edo-Dieb gehört, der von den Reichen stiehlt und den Armen gibt, und haben das dann mitgenommen nach England und haben dann die Geschichte von Robin Hood gebildet? Oder war es andersrum, dass die Robin Hood-Geschichte durch die Engländer hierher kam und dass dann ein Japaner das aufgeschnappt hat und daraus eine Geschichte gemacht hat? Wisst ihr, wie ich meine? Was war zuerst da? Der japanische Robin Hood oder der Engländer? Okay. Gut, ich helfe dir. Gut. Wir verrichten unsere Arbeit im Schutz der Dunkelheit. Also sei bereit. Ach, das Anwesen, wo ich gerade drin war. Infiltriere das Anwesen. Okay, ich infiltriere. Wir haben da auf jeden Fall eine Wache. Hier stehen viele rum. Ich habe eine Vermutung, was das Versteck des Schatzes betrifft. Ja? Holen wir ihn uns. Okay. Steht er hier allein? Kann ich ihn aufs Dach raufziehen? Und dann liegt er hier oben und stört unten niemanden. Oh. Ein Hund. Da ist eine Kiste auf jeden Fall drin. Das ist so ein Lagerhaus. Ich komme über die Kante nicht rüber. Er wird sich jetzt die... Guck mal, hier auf dem Dach sind überall Stacheln. Wenn ich jetzt runtergehe, komme ich hier gar nicht mehr hoch. Diese Stacheln hier, die lassen mich, glaube ich, nicht. Nondo. Kann der Alarm rufen? Wenn ich jetzt auf den Kopf schieße, trifft er wahrscheinlich den Helm. Den Hut meine ich. Mhm. Ja. War so klar, dass ich zweimal schießen muss. Ich kann gar nicht runter wegen den Stacheln. Die halten einen hier komplett auf. Aber hier geht's. Hier könnte der Schatz vielleicht drin sein, aber wir benötigen einen bestimmten Schlüssel. Schläft hier noch jemand? Entweder wir besorgen uns den Schlüssel oder wir schauen, ob man da vielleicht oben noch rein kann. Und ich glaube, wir können auch über das Geländer hier gehen. Ja. Aha! Volltreffer! Das Geld hier wurde ganz sicher nicht ehrenhaft verdient. Meinst du? In Ordnung. Das sollte genügen. Verschwinden wir von hier.
Machen wir das. Wie kommt man hier am besten raus? Wir können hier nicht über wegspringen. Eigentlich wäre es gut, dann auch mal hier oben hinzugehen und einfach über die Mauer zu gehen. Ne, da sind auch Stacheln. Können wir hier aufs ganz hoch? Ich kann nicht springen, wenn sie da schon geduckt geht. Wegen dem kleinen Dach hier. Ich wollte sonst noch weiter hoch, aber ich darf hier nicht mehr springen. Schade. Hier würde es rausgehen. Hier unten steht auf jeden Fall noch eine Wache. Oder da ist noch alles voll. Fliehe von dem Anwesen, weißt du? Weil wir nicht wieder aufs Dach raufkommen. So ein Naja, dann kämpfen wir uns durch. Dachte ich, ich mach's Assassin's Creed-mäßig ohne Kämpfen. Aber es ist schwierig, die hier wieder hochzukommen. Anwesen einzubrechen. Damit kommt ihr nicht davon! Kontrolle entdeckt! Aber Kai, wir kommen sicher hier raus. Hier kann man klettern. Waffengeschick auf 9 für das Naginata. Das war knapp. Ich glaube, ohne dich hätte ich das bestimmt nicht geschafft. Ja, du hast auch keine Waffen dabei. Was ja an sich schon wieder ein gutes Zeichen ist. Also, was die Beute angeht. Okay, wir mussten kämpfen, wenn jetzt hier die Sequenz kommt und sowas. Wir hätten, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich ja noch irgendwie anders hochgekommen wäre. Ich helfe beim Verteilen, lügen und dann das Geld einfach behalten. Nee, nimm meinen Anteil. Danke. Ich sorge dafür, dass alles den Bedürftigen zukommt. Und ich sage allen, dass du geholfen hast. Na dann, wir sollten verschwinden, bevor noch jemand kommt. Du warst wirklich unglaublich. Danke. Nur damit du's weißt, ich werde auch weiterhin für andere stehlen. Wenn wir uns mal im Kampf gegenüberstehen, verschon mich doch bitte. Ja? Sorg dafür, dass wir uns nicht wieder im Kampf gegenüberstehen. Ein edler Dieb. Jedermanns Liebling. Titel erhalten. Koshikawa ist das hier gewesen. Okay. Das hätten wir. Das war dieser Ort. Warte, sind das hier? Hier sind zwei Gesuchte gleich daneben und hier ist noch eine Katze. Wenn das eigentlich, wenn ich genau daneben stehe, kann ich hier einfach mitnehmen. Guck mal hier, das sind zwei Gesuchte hintereinander. Guck, wir nehmen da noch das Dings mit und dann boxe ich die. So, wo finde ich die jetzt? Da oben. Müsste ich jetzt schon sehen können, hier über den Hügel, oder? Ja. Einer ist auf dem Pferd. Die sind beide auf dem Pferd. Gut, dass sie hier nur so rumstehen und nicht reiten. Kann man die vom Pferd aus meucheln eigentlich? Noch nie ausprobiert. Geht nicht. Keine Meuchelangriffe, wenn die da oben sitzen. Aber wir können ihn runterziehen. Ausdauer leer. Meine.
Der ist immer noch ein Pferd. Komm da runter. Schön mit dem Haken runterziehen hier. Der macht noch nicht so viel. Ich glaube, der kommt nicht gut mit meiner Reichweite zurecht, glaube ich. Stufenaufstieg. Okay, das waren die beiden Gesuchten. Jetzt sucht sie niemand mehr. Das war dieser Bezirk hier. Habe ich jetzt in jedem Bezirk so ein bisschen was. Dann noch die Katze, wenn ich sie schon mal auf dem Schirm habe. Schon wieder ein Ereignis. Das ist eine Katze, die ich... da kann ich... Die läuft nicht weg. Schnell mitnehmen. Ha. Weg mit dir. Hallo. Ich habe ein wirklich gutes Sortiment. Hast du das? Das ist so ein Ereignis, hä? Neugierig, was drin ist? Hm? Du kannst gerne nachsehen. Aber erst nach dem Kauf. Nach dem Kauf? Überraschungsboxen oder was? Das ist doch eine Abzocke hier. Nee, das mache ich nicht. Gerade diese Münzen, die brauche ich für wichtigere Sachen. Das ist nicht nur alles Geld, das sind Silbermünzen. Verarscht ihr hier Leute? Mit Scamboxen? Kann ihr nicht mal bestrafen. 20 Silbermünzen, ey. Und du weißt nicht mal, was drin ist. Nee, danke. Das mach ich nicht. Okay. Da jetzt im Moment gar keine Nebenaufgaben mehr da sind, werde ich, glaube ich, in der nächsten Episode Richtung Hauptgeschichte gehen. Ich musste halt viele, viele Gebiete hier noch aufdecken und sowas, aber es sind ja keine Quests mehr da. Die werden ja auch vorher mal angezeigt. Und hier brauche ich halt die Technologie. Deswegen am besten der Hauptquest folgen. Vielleicht, finde ich heraus, wo sich der Erfinder aufhält. Iga Gigi, damit ich die Erfindung bauen kann, um hier die Quest abzuschließen. Und hier unten, die kann ich auch noch nicht. Fahre mit der Mission fort, kann ich auch noch nicht finden. Also, treffen wir die anderen hier. Ryoma und so weiter, die ganzen Leute, Chuchu-Clan, da unten dann in der nächsten Episode. Leute, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Heute ein bisschen auch ein paar Sachen angeguckt. Muss ja auch mal sein, wenn man schon mal hier in Tokio, also in Edo unterwegs ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Und dann bis zur nächsten Episode von Rise of the Ronin. Und die Sonne da hinten ist auch schon wieder am Risen. Also bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.